Willkommen Leute bei einer neuen Runde PES Club Manager. So, es gab mal wieder ein paar Geschenke von meinen Lloyds. Das ist immer gut. Wir sind mittlerweile in Division 15, mitten in der Saison. Oh, was ist denn hier? Es gibt wieder Kohle und überhaupt so Punkte. Ja, ich bin dabei, das nächste 5er-Package zusammenzusparen. 103 PES-Coins habe ich schon wieder. Ihr seht meine Aufstellung, die ist aber gerade nur so eine Zweitmannschaft, würde ich sagen. Bis auf ein paar Ausnahmen. Versucht die halt ein bisschen hochzuziehen. Wir nehmen die jetzt auch einfach mal. Der Gegner ist nämlich auch nicht allzu stark. SPFC Sao Paulo. So, wir gehen in den 2D und gehen in die Offensive wie immer. Klappt bisher ganz gut, also warum nicht? So, die Tagesform ist eigentlich ganz gut bei unseren Spielern, recht ausgeglichen. Oh, was für ein Fehlpass. Osvaldo. Und, oh, schönes Tor. So, ebenfalls sah es so aus, schön kombiniert. Oh, Osvaldo hat eine rote kassiert. Eine rote, jetzt müssen wir ein bisschen die Taktik ändern. Uns auch gleich mal die Aufstellung anschauen. Ah, okay. Ja. Dann ziehen wir Markovic in die Mitte. Osvaldo können wir dann einfach da dahinter ziehen. Der spielt ja dann keine Rolle mehr. David Lopez dann ein bisschen weiter nach vorne, dass er die offensive Rolle etwas mehr übernimmt. Muniain auch. Marquisio auch ein bisschen. Der hat jetzt das Mittelfeld fast für sich alleine. Also auf jeden Fall das zentrale Mittelfeld. Montelivio. Ja, gut. Muniain hat auch noch eine gelbe kassiert. Das ist nicht schön. Aber trotzdem muss ich aufs zweite Tor gehen. Ui, da ist es auch schon. Schön, Markovic. Also bisher hatte ich immer gute Griffe, was meine Spiele angeht. Und sie hoch zu pushen. Bestimmte. Hatte noch keine Saison, in der ich krass Probleme hatte. Letzte Saison war ein bisschen knapp. Da bin ich echt mit gleicher Punktzahl wie mein Verfolger zum Abschluss gekommen. Aber ich hatte mehr Tore. Beziehungsweise die Tordifferenz war einfach besser. Glück gehabt, würde ich sagen. Denn ich will immer gewinnen, immer als Erster. Durchgehen. So, geht doch mal ran hier, aufs dritte Tor gehen. Fällt gar nicht auf, dass hier Osvaldo fehlt. Mal ein bisschen 3D hier. Aus Montelivio. Ach, was war das denn? Dein Ernst? Okay. Oh, das hätte beinahe was gegeben. Glück gehabt. Randa, Randa. Herr Varane hat alles unter Kontrolle. Ist auch echt schade. Rafael Varane ist jetzt bei mir schon ziemlich alt und verliert langsam an Stärke. Genauso wie Sergio Ramos, meine beiden besten Verteidiger. Muss ich mir eine Alternative überlegen. Es gibt ja noch dieses defensive Event. Also Scout-Event, wo man einen Defensivspieler bekommen kann. Aber ich habe ja noch nicht die 150 voll. Und eigentlich wollte ich auch nicht 5 Defensivspieler haben. Yeah, 3:0. Aber ja, die Chance ist halt bei einem normalen Paket nicht so hoch, dass man einen guten Verteidiger bekommt. Dann schon eher bei dem 5er Scout. Defensiv-Scout.
ich mich definitiv darum kümmern. Sturm ist eigentlich ganz in Ordnung. Mittelfeld auch so mittlerweile. Bei Defensive muss ich viel tun. Ich habe viel zu wenig Leute dort. Torwart habe ich zweimal. Zwei gute. Enyema und Chesney. Chesney wird auch immer besser. Muniain sammelt hier auch fleißig. Hier, meine Fans. Yeah! Okay, warum darf ich schon wieder nicht an der Pokalrunde teilnehmen? Ich verstehe das immer nicht. Das steht da öfters mal. Ich check das nicht. Nachrichten. Ah, okay, Spielersuspendierung. Ja, ist klar. Ein Spiel gesperrt, das geht ja noch. Oh, noch zwei Spiele, dann ist mein nächster Ausbau fertig. What the hell? Jetzt habe ich vergessen zu schauen, wie stark der Gegner ist. Okay. Osweide muss auf jeden Fall hier raus. Gervinho rein. Würde sagen. Ne, cool, das passt. Ich habe die Hoffnung, dass Gervinho auch noch ordentlich zulegt und noch ein guter wird. Marquinho. Was für Namen. Und direkt hat er mal eine gelbe kassiert. Los, Gervinho. Och, ein direkter Schuss. Nächster Versuch, Ecke, Tor. Gervinho, super. Hat er nicht mehr bei Arsenal gespielt oder spielt bei Arsenal? Ich bin gar nicht mehr auf dem Laufenden. Aber irgendwie so. Ach, Muniain, sei nicht so egoistisch. Versucht das hier mit langen Bällen. Kann ich auch. Eckstoß. Oh, schade. Der ist, glaube ich, leider durchgeflogen. Wir gehen mal wieder auf Kurzpassspiel hier. Bisschen mehr Ballkontrolle vielleicht. Und da fällt das nächste. So, und so geht's in die Halbzeit. So, Statistiken brauche ich mir jetzt sowieso nicht anschauen. Aber ich muss etwas auswechseln. Insigne kriegt mal wieder Einsatzzeit. Der hat auch stark abgebaut. Und der Enzo Perez, der ist immer noch gut dabei. Obwohl der auch schon relativ alt ist. Oh. Das hätte schief gehen können. Schönen Einwurf rausgeholt. Eckstoß. Und hat nichts eingebracht. Schade. Also, schöner langer Ball hier. Schauen wir mal kurz zu hier. Holt euch den Ball. Bisschen aggressiver müssen meine Spieler hier zugehen. Enzo Perez rauf da. Nee, aber so wird das nichts. Raphael hat das schon alles unter Kontrolle. Aber das war gerade eine ziemlich schlechte Ballannahme. Hätte schief gehen können. Oh, wunderschön. Oh, den hätte Insigne früher verwertet. Es wäre ein klarer Kopfball gewesen und Tor. Insigne, Muniain. Oh. Mal wieder knapp. Und da ist das 0 zu 3. Hat Insigne zumindest noch sein Tor gemacht.
Sehr gut, er ist immer noch zu gebrauchen für ein Tor. Das ist blöd. Tor zu kassieren ist blöd. Eigentlich müsste ich da noch einen draufsetzen, aber ich glaube, es wird nichts mehr in der kurzen Zeit. 1 zu 3, immerhin, gewonnen ist gewonnen. So, volle Spielzeit. Unsere faire Folgere haben auch gewonnen. Das ist blöd, immer noch auf der gleichen Ebene. Marquisio hat Stärke gewonnen. Fertigkeitspunkte sind immer gut. Ah, den müssen wir uns gleich mal anschauen, der ist ziemlich stark. Weiß gar nicht, war es jetzt unser direkter Verfolger oder einer danach? So, das schauen wir aber jetzt gleich mal nach. Erstmal wollte ich hier noch mal einen Punkt verteilen. Denk mal, Marquisio. Da, immer wo das Sternchen ist. Soll angeblich am meisten bringen. Ich sehe das noch nicht so. Oh ja. Ziemlich starker. Ah, jetzt habe ich vergessen. Ich wollte ja nachschauen. Wenn wir mal in die Tabelle. Ah, okay. Vierter Platz. Ziemlich stark. Trotz dessen, ich muss gewinnen. Oder es wäre sehr gut, wenn ich gewinne. Pizarro und Oliveira, die regeln das da vorne. Moura muss allein im Mittelfeld, im Zentralen, klarkommen. Emre Can und Enzo Perez. David Lopez auf der rechten Außenbahn. Muniain auf der linken. Ramos und Varane regeln dort. Und dann fehlt da noch für Raphael der Ersatz. Der Samuel. Chesney bleibt im Tor. Ja. Ich bin gespannt. Auf geht's. Pizarro regelt. Oh, er hat Jackson Martinez. Den darf man nicht unterschätzen, auch im wahren Leben. Schöner Einkauf von Atletico Madrid. Enzo Perez. Hätte er machen müssen. Ach Leute, ihr sollt doch da kein Ping-Pong spielen. Muss ich immer auf langen Ball stellen, damit ihr nach vorne kommt. Aber anscheinend ist das Mittelfeld von denen so dicht. Ja, ist es definitiv. Oh, die battlen sich da richtig. Aber echt nicht schlecht dagegen. Oh, ich hab's mir noch gedacht. Und da habe ich ihn kassiert. Richtig kacke. Ach, Pizarro, so doch nicht. Mit irgendwelchen steilen Bällen in die Spitze. Komm da. Och Mensch, ey. Zum Glück Abstoß. Nicht, dass ich hier noch einen kassiere. Muss ich zusehen, dass ich den Ausgleichstreffer arrangiere. Und der ist die erste Halbzeit durch und ab in die zweite. Boni hat er auch, den kenne ich auch noch. Alter, wie der den ausgespielt hat. Habt ihr das gesehen, Mascherano? Alter. Heftig skillt. Markovic schauen wir mal rein für David Lopez. Das habe ich sowieso vergessen. Eigentlich wollte ich sowieso Markovic reinsetzen. So ein Mist. Ach. Blöd. Ran da, Leute. Er spielt erstmal Ping-Pong. Ja, schön rauf da und. Oh, das gibt es nicht. Das gibt es nicht.
Oh. Ausgleichstreffer. Sehr gut. Schauen, was er im Gegenzug macht. Rauf da, Mann. Holt euch den Ball wieder. Ein Unentschieden wäre auch okay gegen den Gegner. Oh, leichtfertig den Ball verloren. Das kann jetzt fatal werden. Oh, ich sagte es noch. Was für ein Tor. Sogar ein Eigentor. Wer hat dieses Eigentor gemacht? Ich töte ihn. Ah, das ist jetzt ganz schlecht, besonders in der 90. Es gibt nichts mehr. Das war's. Scheiße. Das wirft mich wieder etwas zurück in der Tabelle, aber ich bin noch nicht raus aus dem Titelrennen. Wir müssen mal schauen, das war ja nicht unser direkter Verfolger. Gucken, was unser direkter Verfolger gemacht hat. Oh, da sehe ich ihn ganz unten. 1-1 hat er gespielt. Sehr gut. Dann hinken wir ihm zumindest nur einen Punkt hinterher. Im direkten Duell können wir das dann wieder wettmachen. Sehr gut. Ja, was heißt sehr gut? Aber immer noch Hoffnung. Ah, und er ist auch direkt unser nächster Gegner. Deswegen spiele ich das auch nochmal mit euch, weil es spannend ist. So, es gibt wieder einen Erfolg. Erfolgsbelohnung. Ist hier was los? Ist hier was los? Ja, es ist fertig. Der Fanclub. Endlich. Okay, dafür muss ich erst wieder den Rest verbessern. 20 Millionen. Ich hätte zwar gerade das Geld, aber dann bin ich nachher wieder in Nöten. Ich muss erst noch ein bisschen sammeln. Und dann nächste Saison. Ja. Nächste Saison machen wir das. Hat jetzt noch keinen Sinn. Kostet alles 20 Millionen. So ein Mist. Okay. Schon mal ein Spielermanagement. Ob das Event noch aktiv ist? Ja, 14 Stunden noch. Na, das ist schon wichtig, dass ich mir da vielleicht noch ein paar Spiele hole. Vielleicht sollte ich mal einen sauren Apfel beißen und einfach mal ein oder zwei holen mit Pestcoins. Verteidiger sind super wichtig. Meine sind einfach verbraucht. Aber nachher komme ich da solche 4-Sterne-Scheißdinger da. So, alle müssen hier an ihrem Limit sein. Müssen Beste drauf sein und so. Und ich ändere mal meine Taktik. Mittelfeld verstärken. Der Mora hatte alleine kaum eine Chance. Vielleicht, wenn er zusammen mit Enzo Perez da rumwirbelt. Am besten tausche ich da mal was. Pizarro kann dort oben natürlich nicht spielen. Den nehmen wir dann raus und dafür Marquisio rein. Ja, das sieht doch schon besser aus. Das zentrale Mittelfeld ist kaum durchdringbar. Und Oliveira da vorne regelt schon. Munialen, der kann da hängen. Markovic übernimmt die rechte Außenbahn. Emre Can kann da ruhig bleiben. Rafael Varane ist auch ziemlich im Arsch. Erstmal hier Innenverteidigung. Ja, nicht genügend Motivationskits. Ich hoffe, er bekommt sich trotzdem noch im Griff. Jo, Chesney muss gut drauf sein. Ich würde sagen, auf geht's. So, wenn ich das Spiel gewinne, dann bin ich auf jeden Fall wieder Erster. Mit 2 Punkten Unterschied. Ein Punkt ist ja momentan vor mir. Das wäre natürlich mega. Oh, er hat auch Sterling. Den hat er noch alles.
Ja, ist mir egal, solange ich Tore schieße, ist mir es egal, wen er hat. Oh, rauf, der hat sogar Balotelli. Was ist mir? Schnurzpiep. Oh, Samuel, Perez, Moura. Lauf, Munien, schieß. Oh, nochmal wäre es ein Tor gewesen, aber... Ja, abseits. Mist, Mist, Mist. Tja, da haben wir aber das Tor. Das so wichtige Tor. Ich hoffe, es folgt noch eins. What the fuck, Alter? Ich sage es und da fällt es. Nee, 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 nee. Rauf da, Leute. Rauf da, holt euch den Ball. Von der Tagesform her sind meine alle besser. Das ist die Motivation, ja. Jetzt gibt mal ein bisschen Gummi hier. So. Och man, das hätte das 0 zu 3 sein müssen. Und ich brauche viele Tore. Und dann kriegt man auch öfters mal Scout-Kontakte geschenkt. Oh, ich weiß noch... Oh, was macht Markovic denn? Läuft er einfach mal weiter, obwohl der Ball ins Aus fliegt? Hätte er hinterherlaufen müssen. Arsch. Was für ein Arsch. Nee, aber das Event, das es letztens gab, oder ist schon ein bisschen her, mit dem Weltpokal oder so, das war schon echt nicht schlecht. Da konnte man ja einige Kontakte abgreifen. Das war super, mit diesem Pokal. Ich hoffe, die machen das nochmal wieder. Da hatte ich, glaube ich, auch Ramos bekommen oder so. Das lohnt. Okay, holt euch langsam mal wieder den Ball wieder. Schlecht gespielt. Oh, schön Emre Can. Schön auf Markovic. Und der, was macht er? Macht er ihn rein? Yes. Ein 0 zu 3. Schwer aufzuholen, würde ich sagen. Wenn überhaupt aufzuholen. Denn wir befinden uns ja jetzt schon in der 70. Oh, Alter. Das Mittelfeld ist wieder so dicht. Aber es war eine gute Entscheidung, hier Enzo Perez zusammen mit Moura ins Mittelfeld zu setzen. Die haben da alles gerockt. Definitiv. Varane und Ramos, es ging eigentlich auch die meiste Zeit gut. Sturmspitze bin ich nicht so überzeugt. Die haben zwar ihre Tore gemacht, aber hätte mehr sein können. Chancen vergeben. So, aber Spiel ist vorbei, Spiel ist gewonnen. Das war wichtig. Schauen wir uns mal die Tabelle an. Super, wie ich es gesagt hatte. 2 Punkte voraus. Szczęsny hat sich verbessert, das ist gut. Ich brauche einen guten Torwart. Gervinho hat auch bald die 80er Marke. Irgendjemand hat da minus 2 abgebaut. Habe ich nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Das ist natürlich nicht gut. Ich würde sagen, noch ein Spiel machen wir auch nicht. Danke euch schon mal fürs Zuschauen. Ich gehe hier nur noch mal meine Nachrichten durch. Ah, Moura wurde aufgenommen in die Halle. In die Ruhmeshalle. Hat er auch verdient. Super Spieler. Schauen wir uns die mal kurz an hier. Benutzerinfo. Oh, meine ganzen Trophäen. What the fuck? Ich habe ja fast alles gewonnen, ne? Schon geil. Ein oder zweimal habe ich den Pokal nicht gewonnen. Okay, dann aber bis nächstes Mal, so bis nächste Woche. In der Woche gibt es jetzt wieder Jurassic World mit Clash of Clans und Jurassic Park Bilder. Bis dann. Ciao, ciao.